Das ist das Gebiet, in der die Fotografen das Foto mit ihrer Schwester geschossen haben. Das sind alle Sachen, die ich von ihr behalten habe. Irgendwas sagte mir, dass sie noch im Leben ist. Wir werden nicht einen Finger rühren. Haben Sie eine Ahnung, was Coltan ist? Seid gegrüßt, liebe Sonnenanbeter. Draußen explodieren die Temperaturen hier drinnen absolut nicht davon ab, am Abend beim kühlen Blonden oder einem eiskalten Cocktail mit Netflix zu chillen. Und da passt es natürlich perfekt, dass der Streaming-Anbieter unseres Vertrauens gerade erst am heutigen Samstag einen neuen packenden Netflix-Originalfilm veröffentlicht hat. Die Rede ist na klar vom spanischen Abenteuer-Thriller Sarah's Notebook oder zu Deutsch Sarah's Tagebuch. In dem Film selbst geht es um die spanische Anwältin Laura, dessen jüngere Schwester Sarah vor über 2 Jahren spurlos verschwand. Durch einen glücklichen Zufall fällt nun Laura allerdings ein aktuelles Foto in die Hände, auf dem Sarah tatsächlich lebendig zu sehen ist. Aufgenommen wurde dies aber nicht etwa hier in Europa, sondern in einem gefährlichen Gebiet mitten im Kongo, wo Warlords einen blutigen Bürgerkrieg um die wertvollen Ressourcen des Landes ausfechten. Trotz dieser immensen Gefahr, die dort auf sie lauert, reist Laura nun voller Hoffnung nach Zentralafrika, um in dem gefährlichen Krisengebiet endlich ihre Schwester wiederzufinden. Der Film, der eine Laufzeit von 1 Stunde und 56 Minuten aufweist, erinnert uns vom Setting her sehr stark an den mehrfach Oscar-nominierten Abenteuer-Thriller Blood Diamond, der ja auch einen afrikanischen Bürgerkrieg behandelte, und zwar den in Sierra Leone. In Sarah's Tagebuch sehen wir nun eine starke und mutige Frau, die nichts unversucht lässt, um herauszufinden, welches Schicksal ihrer Schwester widerfahren ist. Der Trailer vermittelt einen actionreichen und dramatischen Plot, den man sich so auch absolut auf der großen Leinwand hätte vorstellen können. Sowohl der Regisseur Norberto López Amado als auch viele seiner Darsteller sind vorher noch nicht in größeren internationalen Produktionen in Erscheinung getreten. Eine Ausnahme hiervon bildet allerdings der kolumbianische Schauspieler Manolo Cardona, den einige von euch bereits kennen dürften, denn er gehört bereits seit 2015 dem Cast der Netflix-Erfolgsserie Narcos an. Wir sind an dieser Stelle wie immer gespannt darauf zu erfahren, was ihr nun von diesem neuen Netflix-Streifen haltet und ob ihr ihn euch anschauen werdet. Wir freuen uns da wie immer auf eure Meinung unten in den Kommentaren. Euch in diesem Sinne noch ein entspanntes und vor allem natürlich sonniges Restwochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.